selige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du nicht dieses Menschenjünger Heiler? Er sprach: Ich bin's nicht. Dann aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sie. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor dir Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in den Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer die dabei Stunden Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweisest, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet? Was schlägest du?